So, es geht weiter. Ja. Da drin. Heiltränke, Tungsten da, Domino. Kannst ja mal selber schauen, wenn du willst. Eigentlich unnötig, aber. Teleport Location. Ey, was? Habe ich gar nicht geguckt. Da ist ein Teleportationstrank. Random? Ach so, das teleportiert dich random, ne? Ja. Oh lol, ich habe ein Jojo bekommen. Cool. Kann ich auch benutzen. Sogar stark. Das ist sogar gut, ja, das macht 80 Damage, cool. Da ist Tim. Wer ist was? Ah, hier ist Chlorophyt, Alter, lecker. Oh. Da kennt man manchmal so schlecht, weil der Jungle auch grün ist. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie stark die Rüstung ist. Guck mal. Ach so, da habe ich doch Abwehr 5. Also insgesamt glaube ich 30, aber das hat voll den coolen Buff, deswegen will ich die Rüstung irgendwie haben. Weil der Buff von der Ding ist, die verfolgt so ein Kristall und das hilft dir, das attackiert Feinde, dieser Kristall. Und der Kristall ist permanent da. Und ich weiß aber nicht, wie viel Damage der Kristall macht. Verfolgt dich aber halt ganze Zeit und hilft dir. Aber von so, wenn du jetzt nur auf Abwehr so und so guckst, dann ist die Rüstung eigentlich unnötig. Dann ist deine Rüstung, glaube ich, dreifach so stark oder so. Und meine auch. Bin aber trotzdem neugierig und will den Buff sehen. Was ist das jetzt? Immunität gegen Gift, willst du das? Nö. Weiß ich weg. Soll ich auch nicht. Junge, damit kann man was Geiles machen. Behalt das mal. Wenn da Material steht, dann kannst du daraus noch was Geileres craften. Vielleicht irgendwas kombinieren und dann. Stell dir vor, du kombinierst das mit Jojo Glow. Ach so, Material heißt auch, dass man das wiederverwerten kann. Okay. Weil erst zum Beispiel mit den Raketenstiefeln, die kannst du zum Beispiel auch nochmal verwenden und dann habe ich daraus schnell laufende Raketenstiefel gemacht. Das ist Weltklasse, okay. Junge, da kann man geile Sachen machen. Aber hey, warte mal, wo geht's denn jetzt hier lang? Wir müssen nach oben, das passt schon, oder? Keine Ahnung. Wie das mein Inventar einwenden. Alter, nee, ich sehe hier, ich habe ein gelbes Herz. Ja. Das heißt, wir können das immer gelb machen. Weiß ich, keine Ahnung. Find mal ja mal heraus, wenn du mal irgendwann stirbst. Ob es da noch da ist. Soll ich mich noch umbringen? Mach mal. Obwohl, aber da muss ich wieder her teleportieren. Soll ich dir einen Wormhole Potion geben? Hab ich doch. So, okay. Da ist so ein Kack-Wizard, Alter. Der ist voll stark. Oh, das wäre ein Zauberhut geben. Ich gucke jetzt erstmal, was man mit Chlorophyt machen kann. Du musst es erstmal craften. Ich habe immer noch 405. Cool, also bleibst doch permanent. Ist doch geil. So. Aber es sind nur 5 Leben, aber trotzdem ist es geil. Ich glaube, da kann man locker draus 500 machen, wenn du genügend gefunden hast. Ich glaube nicht. So viele Fänge findet man bestimmt nicht. Doch, glaub schon, oder? Ich glaube so 500, weil eine ungerade Zahl, das ist doch behindert, wenn du maximal so 550 hast oder so. Ich teleportiere mich auch heim. Ach, mit Lebenskristall kannst du ja gar nichts Gescheites machen. Teleportiere mich heim. So, ich schau mal nach, wie man... Warum hast du dich nach heim teleportiert, Mann? Wir wollten noch den... Du bist so ein Holzkopf. Ja, das findet man auch wieder zurück. Wir haben ja eine Karte. Alter, ich wusste gar nicht, dass es noch kranker geht. Was, wie, was? Ich hab die Schlüssel. Alter, das ist so krank. Fuck, was? Ist das krank. Okay, das ist geil. Das mach ich jetzt. Was hast du gecraftet? Nein, man kann damit noch Lightning Boots machen und damit kann man schnell laufen. Scheinbar. Und dann hat man noch schnellere Geschwindigkeit. Keine Ahnung, irgendwas gucken. So.
Das ist auf jeden Fall Weltklasse. Das geht mit Raketenstiefel. So, ich habe ein... Wo habe ich den getan? So, wo ist der Stiefel? Schnürsenkelkappe und Fußkette des Windes, genau, dann nochmal daraus etwas Weltklasses, Alter, wenn das geil ist, hoffe ich mal. Was kann man damit machen? So, Lightning Boots, ermöglicht Flug, der Träger kann unglaublich schnell, warte mal, was hast du nochmal für eine Rüstung? Turtle, warte mal, kann er wirklich fliegen? Das will ich jetzt mal sehen. Warte, Alkan. Du hast eine Turtle-Rüstung, ne? Okay, ist immer scheiße. Du hast eine Turtle-Rüstung, ne? Okay, das ist zwar Weltklasse, weil es ein Lightning Boots ist, aber das ist nicht für uns. Das heißt, das könnte für Feier oder so gut sein. So, hier Lightning Boots. Alter, das ist ja Weltklasse. Und wieso ist das nichts für uns? Fliegt es nicht wohl so hoch oder wie? Nee. Das ist wie der Raketenstiefel, nur ein bisschen höher. Ich brauche eine Adamanit-Schmiede. Guck mal, Feier kriegt so übelst den Schrott ab. Ja, aber was sollen wir sonst machen? Wegschmeißen, oder? So Schrott. Nee, das würde ich an sich ist es ja gut, aber nicht gut genug für uns. Shipton ist eingetroffen. Wer ist Shipton? So, die Sachen würde ich jetzt mal gerne angucken. Nur, dass wir jetzt sehen, wer Shipton ist. Okay, hier ist scheinbar ein. Hä? Wollen die mich verarschen? Wer ist Shipton? Warum bin ich auf einmal so langsam? Fuck you, Alter, wer ist Shipton? Da stand doch gerade Shipton ist hast departed. Ey, wo denn bitte? Wo ist er denn departed? Das wäre bei Fire Siglo. Warum bin ich auf einmal so langsam? Ey, wollte mich ficken? Shipton has departed. Nee, nee, nee. Nee. Hä, hey, wieso bin ich so langsam? Keine Ahnung. Lauf mal einfach. Bei mir bist du nicht langsam, bei mir leckst du ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist sau langsam geworden. Woran liegt das? Ich glaube, du leckst, weil bei mir leckst du. Du teleportierst dich manchmal. Bei mir. Dann leckst du eher. Ja, aber du bist ja auch noch langsam. Das kann ja dann nur an dir. Vielleicht hast du ja FPS-Drops oder so, keine Ahnung. Nö. Also ich habe keinen Plan, wo so ein Shipton sein sollte. Ich könnte B-Wings machen. Das heißt, damit könnte ich auch fliegen. Haben wir noch Seele des Flugs? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr. Tutorial Guy. Erstellen. Was hatte ich noch? Ob ich die Lightning Boots schon wieder hin? Wo könnte man das?
Material. Wieso haben wir noch 17 mechanisches Auge? Wir haben es auch. Oh. Ach so, ja, habe ich reingelegt. Das habe ich aus meiner anderen Welt gefunden mal. Hab dann privat ein paar Mal den getötet. Habe ich da einfach dann reingelegt. Wir brauchen den ja jetzt eh nicht, den mechanischen Auge. Gesehen jetzt Flug, sagen wir nochmal. So, jetzt. Hallo, was verkaufst du? Hairstyle. Hey, du kannst deine Haare umstylen bei der, wenn du willst. Ich weiß, aber was soll ich damit? Dann halt cooler Typ. Halt richtig Kolle dann. Mir gar nicht angeguckt, was der kann. Verkauft. Wollt das Material? Ich kaufe mir mal. Ich will einfach mal so Feuer den ganzen Schrott. Ich will einfach mal so rumgucken, was kann man mit Gold tun. Gold Bullets. Ja, reicht stark. Alter, das ist krank. Also für mich ist es krank, für dich nicht, aber für mich. Warte mal, wo sind die Lightning Boots? Mach ich mir jetzt. Geh ich mehr Damage raus. Hier sind die Lightning Boots, das ist Material. Das heißt, damit kann man sogar noch was machen. Okay. Ich will mal. Das interessiert mich jetzt. Was kann man denn damit noch machen? Frostbark Boots allows flight, super fast running and extra mobility on ice. Ice Skates. Meinst du, du hast okay. Das? Okay. 100 Pro nicht. Ich habe keine Ahnung, was sein soll. Weißt du was? Ich mach mal jetzt noch ein paar Häuser, weißt du wieso? Weißt du, was mir eingefallen ist? Ja, wir haben das ja kann nur geil sein, jetzt mal ohne Witz, es geht ja immer weiter. Wir haben ja diesen Piratentypen getötet. Also Piraten haben wir ja getötet. Und deswegen mache ich jetzt noch ein paar Häuser, damit dieser Pirat nach reinkommt, weil der verkauft voll geile Sachen. Beispiel, dieser Piratentyp verkauft zum Beispiel eine Kanone, die automatisch schießt, glaube ich. Und es wäre cool für unser Gehäuse und so, dann nervt uns keiner mehr. Okay, wir brauchen Ice Skates. Dann kommt, dann ist das die nächste Stufe der absoluten Weltklasse-Heid und ich glaube, das rüste ich sogar aus. Hoffentlich. Alter, das wäre ja richtig Weltklasse. Dann kann man ja auch noch auf Eis, rutscht man nicht zum Beispiel. Junge, dann kann man vielleicht noch fliegen, richtig? Alter, stell dir das mal vor, Alkan. Und du kannst schnell laufen. Und du hast noch schnellere Bewegung allgemein. Wie heißt nochmal die Boots? Ice Skates. Die brauche ich jetzt. Dann. Wie heißt dann? Was kommt dann raus? Frostbugs Boots. Alles klar. Ich glaube, es ist auch. Ja, das ist die letzte Stufe, müsste es sein. Aber ich weiß nicht, ob das dann richtiges Fliegen ist oder. So, ich mach mal hier. Keine Ahnung. Warte, was mache ich jetzt hier? Ich mach paar Gehäuse mal kurz. Damit noch mehr Leute hier einziehen können. Meine, die brauchen ja eh nichts außer einen Stuhl und ein Ding. Ja, ihr gleich fertig, mach nur ein Gebäude. Mehr will ich gar nicht machen. Viel zu nervig. Nee, du greifst hier nicht die Bewohner an. Hätten wir diesen Piraten-Heini, hätten wir eine automatische Anlage. Das wäre voll cool. Ich hoffe gerade, dass wir einfach den Piratentyp gleich bekommen. Schüssel mit Suppe, geringe Anhebung aller Werte. Ich hoffe einfach, dass wir den Piraten-Heini bekommen. Brauchen wir aber nicht. Mondglanz, Gender Change Position, Potion. Das heißt, du kannst dein Geschlecht wechseln.
Höhlenforschertrank. Das ist vielleicht nützlich. Hä, Alkan? Kann man machen. Hol mal den Leuchtwurzel aus der Truhe. Und Golderz, wenn du hast. Und Golderz. Flaschenwasser. Ja, das hab ich alles. Hab ich alles nicht. Doch, haben wir alle. Keine Ahnung, ich crafte mir gerade selber was, warte mal. Ans Craften bin ich geistesbehindert. Life Force Potion. Increases maximal life bei 20%. Ohne Scheiß, ich hol mir das mal. Das Golderz, Leuchtwurzel und Flaschenmuschi. Flaschenmuschi und so weiter. Hier vielleicht. Nee, Wasserblatt brauchte ich nicht, Leuchtwurzel brauche ich. Wollen die mich verarschen? Macht man diese Goldmunition? Was brauche ich für eine Werkbank? Fuck you, einfach. Macht man ein Flaschenwasser? Warte. Ich glaube, du brauchst Glas auf einen Bottle, brauchst du, und das musst du dann in Wasser eintauchen. Irgendwie sowas. Dann glaube ich zum Wasser und irgendwie Rechtsklick machen oder so. Keine Ahnung, hab's schon wieder vergessen. Wollen das jetzt sein? Hä? Warte mal. Bobat ist eingetroffen. Lol, das ist ein Tintenfisch. Mich verarschen? Okay, unser Tintenfisch ist schon gestorben. Wie? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? War nichts, der ist einfach gestorben. Ja, was soll das, Alkan? Echt so, was soll denn das, Joker? Kannst du nicht mal einmal aufpassen auf den Typen? Ich glaube, ich weiß sogar, warum die Arenas genau an den Spawnpunkt, wo diese scheiß NPCs spawnen, kann es sein? Vielleicht ist der in die Lava automatisch gefallen. Was ist das für Bastarde? Richtiger Hurensohn, wie dumm muss man sein und in die Lava springen? Ja, Junge, das ist auch hier offen gelassen, baust mal zu. Geht nicht. So. Ich brauch tiefes Wasser. Boah. Junge, wie soll ich das denn benutzen? Dann musst du es craften, wenn du im Wasser bist. Ja, muss ich scheinbar. Wie dumm ist denn das jetzt mal ohne Witz? Ja, bin ich sicher. Scheiße. Nein, 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 nein! Come here, my cell phone. So, dann mach ich das jetzt. Sag mal, was gerade passiert ist. Was denn, du Loser? Ja, nix. War schon. Schnell beheben. Wenn's geht. Ob man das nicht beheben kann, willst du meine Mom ficken? Was, ich tue es dann hier rein. Ach, ich wollte einen Höhlen vor. Genau. Das ist Weltklasse. Jetzt auch einen Höhlenforschertrank. Spaß, hast du keins. Freunde. So, ich habe noch Eternia Kristall gefunden.
Hast du gut Eternia Kristall? Ja. Super Mana Potion. Okay, interessant, aber brauche ich nicht. Wegschmeißen. Schillernder Ziegel. Scheiße. Das alles. Gut ein. Golderz. Rich Mahagoni. Item Frame. Okay, die Lava wird entfernt. Halbwegs. Wir können Minecart ausrüsten. Haben wir das nicht schon ganz Zeit? Nee, jeder Terraria-Spieler hat doch ein Minecart. Das ist aber viel besser, oder? Ahnung. Weiß ich. Keine Ahnung, Alter. Geiles Spiel. Macht Spaß an der Stelle. Ja, ich mach das gleich. Rolling on my telephone. Mach mal kurz Licht an. Rolling on my telephone. Need my Papa. Diamant. Oder was sagst du dazu? Calling on my telephone. Large Diamond. Für fangende Gem. Super Übersetzung da auf der Stelle schon mal. Ja, Mann, geile Übersetzung. Junge, haben die irgendwelche Erstklässler hier irgendwie das übersetzen lassen oder was? Ja, wieso? Junge, ist das schlecht einfach nur, Alter. Saugut übersetzt, sei schnell! So schlecht! Saugut! Yam yam, yam yam yam. Wir fangen die Jam, Alter. Dau, nein, Alter. Nein. Wir fangen die Jam. Wer ist Knox? Ja, ich komme gleich wieder, wenn wir mal das Spiel starten würde nach 10 Stunden. Das wäre schon nett. Echt nett. Das Spiel ist sau cool. Holt euch das alle. Gute Übersetzung, oder? Weltklasse. Muss man einfach mal an der Stelle schon mal sagen. Ja. Flaschenmuschi. Ja, ja, Flaschenmuschi und so weiter. Calling on my telephone. Flaschenmuschi und so weiter. Was tue ich dann? Oh, Mann, start doch mal jetzt zu Scheißspiel. Taschenmuschi. Kollegen und mein Telefon. Ja, nur werden. Jetzt wieder rein. Ich baue ein Iglo. Hallo, ist doch normal. Ja, was liegt da auf dem Boden? Wo? Oh. Bist du behindert? Was liegt da auf dem Boden? Ich seh nix.
Falling on my cell phone. Hier, nimm den Goldfisch mit. Warum? Hey, ich hab einen Goldfisch-Banner. Nee. Als ob es sogar für Goldfisch-Banners gibt. Jetzt kriege ich aber langsam wirklich AIDS an der Stelle. Hey, es gibt wirklich Silberbarren. Gab's doch schon mehr Zeit. Wusstest du's, ne? Wirklich? Ja. Aber die sind nicht stark. Ach, das ist genau wie Kupfer. Rolling on my telephone. Ah, und Tintenfisch ist eingezogen. Das ist ein Lose. Werkzeuggürtel gibt's, Stachball, Enterhaken, Tüfflerwerkstatt, Maßgitter, Raketenstiefel und Nachschmiedene. Ah, ich glaube, das ist das da, was ich meinte, dass du deine Effekte verbessern kannst. Nachschmieden. Komm mal her. Ja, mache ich gleich. Chill jetzt. Ich muss irgendwas machen. Ich will das Minecart machen. Wie mache ich das? Nachschmieden? Okay, jetzt habe ich schlechter bekommen. Fuck. Nochmal. Warum schlechter? Du kannst auch schlecht bekommen. Junge, als ob ich nur Scheiße bekomme ganze Zeit. Fick dich. Als Maul. Als ob ich wirklich nicht viel. Ah! Sau gut bekommen es. Okay. Okay, ich musste gerade 10-mal schmieden ungefähr. Bis ich mal was Gutes bekam. Jetzt habe ich plus 16 Schaden, plus 5 Crit-Chancen und so. Cool. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Minecart jetzt besser ist. Oh, jetzt kann ich nämlich hier einfach ausrüsten. Ja, du hast es jetzt ausgerüstet. Richtig, jetzt glaube ich. Ist besser. Keine Ahnung, ich muss es glaube ich haben. Oh, das ist auch gut. Okay, das lasse ich. So, Geschäft, was hat denn noch? Raketenstiefel hat er ja auch. Erstellt ein Raster auf dem Bildschirm zu platzieren. Ah, Maßgitter, das ist sogar ziemlich wichtig. Boom, 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 boom. Werkzeuggürtel, erweitert den Platzierbereich von Blöcken. Ey, guck mal, Maßgitter ist vielleicht sau nice eigentlich, ne? Ich weiß, das kann man gut zum Bauen gebrauchen. Kauf's halt, das kostet nur ein Gold. Ja, stimmt, jetzt ist ja auch hier unser Sparschwein, jetzt habe ich mehr Gold. Hol ich mir mal. So nachschmieden. Oh lol, das ist ja durchgehend aktiviert, dann ist es wieder um Scheiße. Warte mal. Kostet so viel. Kann ich das auch deaktivieren, wenn es in meinem Inventar ist? Nö. Dann lege ich es in meine Personal-Chest. Dann benutze ich das zu bauen, weil ich habe keinen Bock, dass so ein scheiß Layout ganze Zeit über meinen Kopf rum ist. Und hast du nachgeschmiedet? Ich versuch's gerade jetzt richtig geil zu machen. Ja. Das ist Weltklasse. Was hast du? 17% Schaden plus 5% kritische Trefferchance. Ich habe auch, nee, ich habe 16% Schaden, Crit-Chance auch, plus Rückstoß und das auf meinen anderen habe ich das auch nochmal. Aber Rückstoß ist eh unnötig, braucht man nicht so dringend. So, ich habe jetzt mein Minecart. Guck mal, was ich im Dschungel gefunden habe, so ein Riesen, so ein Hammer, das rumfliegt wie so ein geistig Behinderter. Voll cool, Alter. Okay, das Einzige, was ich jetzt brauche, ist... Siehst du das, was ich gerade rumschmeiß? Ja. Das ist voll cool. Tomahawk. Fireflyer. Hier oben. Ah, warte mal, ich wollte das machen. Jetzt hat Fire den ganzen Bullshit. Jetzt seine ganzen Truhen sind voll, Alter. Wir brauchen neue Truhen. Guck mal nach dem Rezept. Nochmal mit Eisenbarren. Was zählt denn alles als Eisenbarre? Warte mal, wo kann man die neuen Barren machen? Ach, bei der Dingschmiede, ne? Hä, wo kann man die denn machen? Diese Klypoti, oder wie das heißt da? Ja. Klypoti, da braucht man Adamantofen. Oder Schmiede, oder wie das heißt. Hast du das? Wie soll ich denn das sagen? Adamanit. Ja, Adamanit. Haben wir davon noch das Erz?
Nee, das ist auch aus dem Hard Mode. Ich weiß aber nicht, ob wir überhaupt dieses R2 geschaltet haben. Haben wir das? Ich weiß das einfach nicht. Bei manchen Sachen hat man ja... Hammer, ja. Hier, 4 Erz. Adamanit, ne? Da müssen wir Adamanit sammeln. Und ein Adamanit-Schmiedstation, oder wie das da heißt, machen. Das ist lila, ne? Nee, das lila ne doch nicht. Das ist rot, Adamanit. Nein, das ist lila gewesen. Adamanit ist nicht lila. Lila ist oben. Hier, Adamanit-Schmiede. 30 Erz brauchen wir und Höllenschmiede. Höllenschmiede haben wir. Aber ich weiß nicht. Hast du 30 Erz? Keine Ahnung. Nein, kommt nicht. Meinst du Baden oder Erz? Komm, wir machen das jetzt. Nee, Erz. Adamanit geht doch schnell, oder? Komm mit, Alter, dann machen wir es zusammen. Hi, wie geht's? Ja. Bekommst du kein Damage mit denen? Nö. Ey, warte mal, ich glaube, da ja, habe ich oben Adamanit gesehen. Ja, ich habe Adamanit. Wie viel braucht man? 30, ne? Ja. Lass du? Hier. Ich hab 10. Komm mit, Alter, dann machen wir es zusammen. Und das war lila. Das ist, warte. Oder pink. Ja, das ist zu lila-rot irgendwie, keine Ahnung. Komm mit, Alter, dann machen wir es zusammen. Warum ob hier irgendwo Adamanit ist. Mann, das haben wir schon mal gesehen, Mann. Das haben wir voll oft gesehen und wir haben es nie abgebaut, weil wir dachten, unnötig. Ja, 30 ist, glaube ich, das wert zu suchen, oder? Ich habe ja jetzt schon 10 Stück gefunden. Komm mit, Alter. Dann machen wir es zusammen. Kaputte Rüstung. Wow, brauchen wir, oder? Eine kaputte Rüstung. Kannst du Remco schenken? Nein, ich meine, da steht kaputte Rüstung. So. Wer hat dieses Was? Seil hier kaputt gemacht? Wo? Was soll das? Was? Wo? Wann? Hast du was gefunden? Ich habe nur 10 gefunden von den Fallen. Jetzt grad nix. Komm mit, Alter. Vielleicht haben wir es ja auch ins Feiers Behinderten-Chest gelegt. Und ich nehme mal eine Truhe mit, eine Eisen-Chest. Sein Iglu, ja, nimm mal mit. Sein Iglu. Alter. Ein schönes Iglu. Wie kann man es so heftig beschmutzen? Iglu. Nein, ich will ein Iglo! Komm mit, Alter. Ich schreibe das mal feiert, denn Iglo wird beschmutzt. Der wird safe kommen. Was? Wer beschmutzt hier was? Komm mit, Alter. Dein Iglu wird beschmutzt, ey. Ich nehme noch eine Chest mit. Lol, die haben wir gar nicht gefunden, sogar. Cool. Also, wieso? Keine Ahnung, habe ich ja gefunden. Ich bin schon ein wenig weiter raus. Ich glaube, da ist sogar Adamanit. Hornentrank, bla 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 bla. Nehme ich mal alles mit. Das schmeiße ich ja gesagt in den Müll. Komm mit, Alter. Dann machen wir's zusammen.
Ist Adamanit? Ich weiß es nicht, warte. Adamanit und Ding, oh, die Kalkum sehen nämlich gleich aus. Oh, die Kalkum. Fuck you. Mit, komm mit, Alter. Machen wir's zusammen. Wird beschmutzt. Oh, no, nicht mal Ego. Alter, Orikalkum sieht da richtig ähnlich aus. Ja, habe ich auch festgestellt. Ich weiß einfach nicht, ob ich es abbauen soll. Du baust es einfach ab. Orikalkum, fick dich. Jetzt noch Palladium, aber das will ich nicht. Radium ist ja scheiße, wie wir festgestellt haben. LOL? Geil, voll die heftige Chest. Aber das ist, oh fuck, das ist eine Trap. Ups. das war arsch. Mal gucken, was Feuer so schreibt. Von Alcon. Von Alcon. Wieso von Alcon? Als von dir beschmutzt wird. Wieso von mir? Du hast doch da das meiste Zeug reingelegt. Beschmutzt. Iglu. Iglu wird beschmutzt. So. Dankin, ich hab's in die Luft gejagt. Sag ihn, ich hab's mit Bomben attackiert. Gut, dann beschmutze ich euer Haus. Wie denn? Er hat es in die Luft gesprengt. Tja, vor der Joint geht's so nach, weil der weiß ja auch das Passwort. Weiß er auch, aber der weiß auch, dass wir nichts gemacht haben. Sicher? Bei Feier weiß ich's nicht so sehr. Bei Feier könnte ich mir vorstellen, dass das ernst meint. Komm mit, Alter. Mach ich bei euch auch. Iglu. Ist das unnötig, Alter. Komm mit, Alter. Oh, die Musik hier ist so nice. Ja, jetzt ist wieder scheiße. Oh, seit wann gibt's Turtles? Die Eis-Turtles habe ich noch nie gesehen. Mach ich bei euch auch. Komm mit, Alter. Sag ihm, komm mit, Alter, dann machen wir's zusammen. Würde mich das überhaupt. Aber Live-Fruit ist eigentlich nice. Ja, wenn man es halt findet. Ich weiß gar nicht mal, wo du es immer noch hast. Im Dschungel einfach, ich weiß nicht, ich selbst weiß es auch nicht. Alter, wieso ist ein Adamanit auf einmal so selten? Ich hab Junge, das haben wir tausendmal gesehen, Alter, und jetzt sehen wir es auf einmal gar nicht mehr, oder was? Warte mal. Was denn? Da hab ich glaube, da ich habe unter Wasser Adamanit gesehen, oder ist es auch Orikalkum? Wenn es so richtig schimmert nach Lila, dann ist es Orikalkum. Ja, das sieht man halt unter Wasser nicht. Oh, das ist Orikalkum. Fick dein Mutter. Dakin, komm mit, Alter, dann machen wir's zusammen. Hey, wo ist meine Map hin? Weg. Welcher Richtung war ich noch nicht? Adamanit? Ich weiß es. Ja, das ist Adamanit. Ah, doch nicht. Fick dich. Hä, als ob das so selten ist.
komm mit, Alter. Vielleicht ist das ja das stärkste Ohr, könnte auch sein, keine Ahnung. Nee, ist es nicht. Wir haben es doch schon mal gemacht. Aber halt, daraus, du hast doch die Rüstung geguckt, du meintest, die wäre kacke, deswegen haben wir es nicht abgebaut. Wann habe ich das gesagt? Das war das erste Ohr, was wir abgebaut haben, als die neue Spitzhacke. Ja, Orikalkum war das erste Ohr, was scheiße war. Das habe ich gesagt, das ist scheiße. Ich hatte mal dann ein Adamantiterz? Keine Ahnung. Vielleicht Orikalkum ist scheiße und nicht Adamanit. Adamanit ist so ein Mittel. Iglu. Das ist unnötig. Dein Iglu ist verschwunden. Das Leben. Das Leben macht keinen Sinn. Fuck you, Hort. Junge, hat Terraria irgend so einen Prank-Fetisch oder so? Wieso finde ich die ganze Zeit nur Orikalkum? Ice Machine. Komm mit, Alter, dann machen wir es zusammen. Hab ich jetzt bekommen. Scheiße. Scheiße, Schatz. Ice Machine used for special crafting. Das heißt, wir haben auf jeden Fall was Neues. Wir haben eine neue Crafting. Naja. Komm mit, Alter, dann machen wir es zusammen. Vielleicht kann man damit Ice Gates herstellen. Junge, ey, die haben doch einen Prank-Fetisch. Ich finde die ganze Zeit nur scheiß Orikalkum. Geistig schwul oder so? Jetzt zum Apo Red geworden oder was? Ich glaube, Apo Red hat dieses Spiel entwickelt. It's a prank, it's a prank. Akkurat, Alter. Komm mit, Alter. Warte, ich lege erstmal zwei Chests jetzt irgendwo hin. So, schmeiß ich mal ein paar nutzloses Zeugs rein. So, was auch immer das da oben ist. Sehe ich schon. Komm mit, Alter. So, dann haben wir hier wieder was Nices. Mal mechanischen Wurm da jetzt auch rein. Kein Bock, das umzutragen. Mana-Tränke tue ich auch rein, weil wir benutzen hier kein Mana. Komm mit. Hä, achso, das hast du jetzt schon hier aufgestellt? Ja. Es sieht so aus, als könnte er durch Eis ein durch Wasser Eisblock machen. Guck halt mal. Mach mal Flaschenwasser oder so rein. Was braucht man Eis? Schau mal in den Chest, vielleicht haben wir ja noch irgendwann da Manit. Fuck you. Fuck you too. Vielleicht in meiner persönlichen Chat. Fuck you hard. Nope. Ein... komm mit, Alter. Soll ich noch ein Haus machen, damit noch jemand einzieht? Iglu. So normal ein Iglu, hallo. Hallo Iglu, bist du bescheuert? Bist du normal? Wie viel hast du jetzt von dem Adamantit? 10.
Bist du sicher, dass wir hier nichts haben? Keine Ahnung, ich hab geguckt, nichts gesehen. Ein Iglu. Feiers Iglu. Und Schmutz. Feiers Iglu, Alter. Komm mit, Alter, dann machen wir's zusammen. Alter. Gleich einen Schluck Cola. Ja, Freeway? Nein, Cola. Coca-Cola? Ja. Aha, also haben die dir einen Werbespot angeboten oder wie? Ja klar, Original Cola. Also der Chef von Coca-Cola ist live zu mir nach Hause gekommen, hat mich angefleht, dass ich da bitte jetzt ein Product Placement mache. Da dachte ich mir, ja, was bietet er denn so? Der meinte, ja, wie wär's mit 30 Milliarden? Ich so, ja, okay, das ist aber schon eine richtige magere Ausbeute, habe ich dann gesagt. Und dann sagte er, ja, aber wir haben nicht mehr. Und habe ich gesagt, 35 Milliarden und ich bin dabei. Und dann, ja, hat sich alles ergeben. Auf jeden Fall Coca-Cola kann man auf jeden Fall empfehlen. Ah ja, stimmt, Freeway Cola natürlich auch, obwohl Coca-Cola hat gesagt, wir sollen die schlecht reden. Sollen wir ja auch, und ja, es ist scheiße. So, das war's mit dem Bart, tschüss.